Hallo, mein Name ist Florian Schröder. Ich bin Volksbankkunde im Herzen. Das heißt, ich war es mal, bevor ich dann als reicher Komiker zu so einer verkackten Privatbank gegangen bin. Ist gelogen, stimmt nicht. Bin immer noch Volksbankkunde. Weitere Wünsche? Bitte? Giffey, oh hier. Franziska Giffey, eine schöne Idee, ich freue mich. Tut dir, Matze, ich glaube, wir müssen stehen. Das Honorar war so hoch, wir konnten uns nur einen Stuhl leisten. Ich möchte Ihnen Bericht erstatten und das illustrieren, nicht nur mit Zahlen, sondern mit ein paar Köpfen aus unserer Bank. Wir haben einen Unternehmenssinn neu definiert, neu hergeleitet, mit Fakten unterlegt. Neudeutsch nennt man das Purpose. Herr Wagner, wir sind ja beide sportbegeistert und ehrenamtsbegeistert. Und Sie wissen, die Volksbank Mittelhessen tut viel auch für den Breitensport. Und wir machen das über unsere Förderwettbewerbe. Heute haben wir uns für diese Mitgliederversammlung wie immer aufgespart, noch ein bisschen Geld unter die Vereine zu bekommen, weil das sind 184 Vereine aus ganz Mittelhessen. 5.000 Euro gehen an den Turnverein 1899 Großen Busseck e.V. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben insgesamt 1,2 Millionen dem Gemeinwesen, dem Vereinswesen zuwenden können, teilweise auch natürlich über unseren Gewinnsparverein. Mein Name ist Julius Wandeler, ich bin Kampagnen- und Strategieberater. Ich liebe Wahlkämpfe, ich liebe politische Kommunikation und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie gelingt es, Menschen in Bewegung und in Schwingung zu versetzen? Wir müssen über Trump reden. Das lässt sich nicht vermeiden. Von den zwei großen Übeln der Welt müssen wir heute Abend nicht über die Sparkasse reden, aber über Donald Trump. Also, was mich... Man sieht den Wahlkämpfer, ne? Sie haben ja eben gerade über Kontrast gesprochen, ne? Blau gegen Rot. Das ist fast wie in Amerika, ja, die Blauen, die Demokraten hier. Hallöche! Ich komme mal runter, ja? Ja, ich bin Janis McDavid, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Bochum und Berlin und mache ganz unterschiedliche Dinge. Angefangen davon, Vorträge zu halten, über Bücher schreiben, bis hin zu Rennwagen fahren oder auf den Gipfel des Kilimanjaro steigen. Und ich wäre zu keiner Sekunde auf die Idee gekommen, dass keine Arme und Beine zu haben bedeuten könnte, behindert zu sein. Mein Name ist Katja Dofel. Ich bin Wirtschaftsjournalistin und Börsenmoderatorin. Ich habe sehr, sehr lange, jetzt 25 Jahre, für NTV gearbeitet. Und dass man vor allen Dingen nicht zu gierig wird, weil die Gier ist eben immer das, was am Ende zu verbrannten Fingern führt. Ich möchte Ihnen verraten, dass unser Vorstandsteam in allen dieser 36 Veranstaltungen vertreten war. Ganz herzlichen Dank an euch.